Mein Gedächtnis ist ziemlich schlecht. Wie schlecht. Wie schlecht ist was? Hallo, liebe Maike. Ich bin's, Jens der Christ. Und das Häschen ist auch dabei. Danke für deine Karte. Und ich habe meine Pinnwand jetzt ein bisschen woanders hingesetzt. Nämlich genau zu meinem Computerbildschirm. Das heißt, wenn ich jetzt am Computer sitze, dann sehe ich deine Karte und erinnere mich daran, dass mein Gedächtnis so schlecht ist, dass ich da mal vielleicht was dann dagegen tun sollte. Und hoffen wir mal, dass ich dann da jetzt bei der Bibellese nicht mehr so viel vergesse. Und alle anderen, die das jetzt hier hören, an die hätte ich dann eine Frage. Was macht ihr, wenn ihr Sachen vergesst? Was sind eure Tricks, um sich Sachen zu merken? Habt ihr auch eine Pinnwand, auf denen ihr euch Sachen merkt? Ich habe von diesen Dingern übrigens zwei gekauft, die in meinem Zimmer verteilt sind, weil ich die gar nicht mal so unpraktisch finde. Maike hat zum Beispiel auch eine Tafel, auf der sie sich Gebetsanliegen aufschreibt, wenn wir dann da gemeinsam beten. Wobei ich mir die Gebetsanliegen dann eher über Skype merke, über den Skype-Chat, in dem ich die dann da reinschreibe und dann da nachlesen kann. Eine weitere Hilfe, die ich mir so angewöhnt habe, ist, dass ich bei den Browsern die Tabs dazu benutze, um mir Seiten zu merken. Also Seiten, die ich später mal nochmal anschauen will. Da habe ich immer sehr, sehr viele Tabs dann auch offen. Das ist aber nicht so gut für deine Rechenleistung, weil die sinkt da sehr stark in den Knie. Und weil es nicht so gut für die Rechenleistung ist, wenn man so viele Tabs offen hat, dann mache ich das dann jetzt teilweise so, dass ich dann da ein Google Drive-Dokument erstelle, wo ich mir das merke, was ich dann da mir merken möchte. Da kann ich mir dann auch Texte dann irgendwie merken. Man kann diese Dokumente auch mit anderen Leuten teilen. Und so kann man auch sich mit mehreren Leuten da irgendwie Sachen merken. Ich bin dann überlegen, ob ich dafür vielleicht sogar jetzt in Zukunft Etherpad benutzen werde. Weil da kann man halt mit anderen Leuten auch sich Gedanken machen, ohne dass diese dann einen Google-Account haben. Dazu brauchen die eigentlich nur den Link. Vielleicht stelle ich in einem anderen Video mal Etherpad vor und erkläre, was man damit machen kann. Und zum Abschluss möchte ich beten. Ich finde, wir sollten Michael zum Abschluss Danke sagen. Das habe ich doch schon gemacht, aber wenn du meinst, dann sag zum Abschluss der Maike Danke. Okay. Danke, Michael. Danke, 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 danke. Danke, liebe Michael. Danke, 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 danke. Häschen, ich glaube, Mike hat's verstanden. Ich finde, wir sollten Michael noch mehr danken. Also, danke, liebe Michael. Danke, 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 danke. Danke, 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 danke. Bist du jetzt fertig? Wie viel hast du jetzt insgesamt Danke gesagt? Ich habe nicht mitgezählt. Aber vielleicht hat ja hier jemand mitgezählt. Wie viel mal waren denn das dann? Hat jemand da eine Ahnung? Kann ja mal in den Kommentaren schreiben. Also ich vermute, bis auf Maike wird uns jetzt hier keiner mehr zuhören. In dem Sinne, vielleicht hat Maike mitgezählt, aber das glaube ich auch nicht. Wir werden schon nie erfahren, wie viel mal Danke das war. Und für alle, die jetzt hier noch zuhören, Gott segne euch. Und nochmal vielen Dank, Maike, für deine schöne Karte.